So, meine Damen und Herren, anders als wir sonst machen, wo wir mit Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse und Fragestunde starten, haben wir mit der Tagesordnung festgelegt, dass nach der Verpflichtung, also Tagesordnungspunkt 23, wir zunächst den Tagesordnungspunkt 13 behandeln, Veränderungssperre für den Bebauungsplan Nummer 357c, Dresden-Neustadt Nummer 41, Leipziger Straße, Alexander-Puschkin-Platz. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde und da habe ich hier eingangs gesagt, heute beginnt Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und damit wäre Herr Licht gegebenenfalls in der Debatte. Dann gucken wir mal, wer sich denn als Nächster gemeldet hat. Dann wäre gegebenenfalls oder optional, um es anders zu formulieren, Herr Stahlmann-Fischer. FDP Freie Bürger hat keinen gemeldet, möchte auch weiterhin dabei bleiben. Dann ist Herr Urban an der Reihe, AfD. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, die Vertagung der WOBA-Gründung am heutigen Tag und die erste Verlängerung der Veränderungssperre, unser aktueller Tagesordnungspunkt, illustrieren exemplarisch, was städtebaulich in Dresden schiefläuft. Einerseits wird privaten Investoren der Wohnungsbau auf ihren Grundstücken durch realsozialistische Träumereien unmöglich gemacht. Und auf der anderen Seite wird das teure linke Wahlkampfgeschenk WOBA, dessen Ziele besser privatwirtschaftlich realisiert werden könnten, auch noch vertagt. Ihre sozialistische Wohnungsbaugesellschaft wird den Stadtrat sicherlich noch lange beschäftigen, bevor sie die ersten Wohnungen für Dresdner anbieten kann. Heute steht die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bebauungsplan 357c Dresden-Neustadt, Leipziger Straße, Alexander-Puschkin-Platz zur Debatte. Wesentliches Ziel der Veränderungssperre, wie sie am 7. Mai 2015 beschlossen wurde, war der Hochwasserschutz. Ziel war die Gewährleistung eines gefahrlosen Abflusses des Hochwassers und das Freihalten der Anlage für einen öffentlichen Hochwassergebietsschutz, vorbehaltlich der Erkenntnisse aus dem Hochwasser 2013. Wie das Umweltamt inzwischen mitgeteilt hat, sind die angedachten Retentionsräume, die ja immer in der Debatte standen, für den Hochwasserpegel in Dresden bedeutungslos. Höchstens um wenige Zentimeter könnten sich die Pegelstände verändern, wobei nicht einmal das exakt modulierbar ist. Darüber hinaus scheinen die Retentionsräume sogar so unwichtig zu sein, dass im elbaufwärts gelegenen Gebiet der geplanten Hafencity sogar Erdraum aufgeschüttet werden kann. Wir können also festhalten, das wesentliche Ziel der Veränderungssperre, nämlich der immer wieder angeführte Hochwasserschutz, fällt als Argument gegen eine Bebauung in der ursprünglich geplanten Form endgültig weg. Das war übrigens vor knapp 2 Jahren auch schon bekannt. Das sächsische Umweltministerium hatte, was den Gebietshochwasserschutz angeht, schon damals abgewunken. Übrig bleiben die von Ihnen damals in ihrer Bedeutung heruntergespielten weiteren Ziele der Veränderungssperre. Teile des Gebietes für die öffentlich zugängliche Naherholung sowie den Natur- und Landschaftsschutz vorzuhalten und als Freiraum für Ateliers, Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Stadtteilkultur einzuplanen. Heruntergespielt sage ich, weil Ihnen schon damals bewusst gewesen sein muss, dass mit solchen zusätzlichen Belastungen eine privatwirtschaftliche Investition zur städtebaulichen Entwicklung des Areals nicht stattfinden wird. Es war und ist völlig illusorisch, dass ein Privatinvestor Eigenmittel in die Hand nimmt, um Naherholungsmöglichkeiten zu schaffen, um Freiräume für Kultur und Kunst zu schaffen und gleichzeitig Wohnungen zu errichten mit Billigmieten, die bei den derzeitigen Neubaupreisen nicht zu realisieren sind. Damit wären wir wieder bei Ihnen, bei Ihren am Realsozialismus der DDR orientierten Wohnungsbauträumereien. Alle fachlichen Argumente,
sind zerbröckelt. Übrig bleiben allein ihre sozialistischen und ideologischen Ziele. Um es auf den Punkt zu bringen, für den Verein Freiraum Elbtal e.V. haben sie eine Investorin verprellt, die mit Marina Garten 240 neue Wohnungen für Dresden schaffen wollte. Auch hier schließt sich der Kreis zur WOBA. Wenn die Rechtsstreitigkeiten mit Frau Töberich beendet sein sollten, kann das Gelände ja der dann neu gegründeten WOBA zugeführt werden, die mit ihren bisher völlig ungeklärten finanziellen Möglichkeiten dann ihre planwirtschaftlichen Träume erfüllen soll. Während der Debatte am 7. Mai 2015 sagte mein Kollege Stefan Vogel, die Veränderungssperre für das Plangebiet des Bebauungsplans 357c verhindert über Jahre hinaus jede städtebauliche Entwicklung am Areal Leipziger Straße-Puschkinplatz. Heute, 2 Jahre später, sind wir keinen Schritt weiter. Alle damals angeführte Kritik meiner Fraktion hat sich leider bewahrheitet. Die AfD lehnt also auch heute die Verlängerung der Veränderungssperre als investorenfeindlich und als wohnbaupolitisch falsch entschieden ab. Vielen Dank. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadtratskolleginnen und Kollegen. Wie leichtfertig Sie mit der ganzen Thematik umgehen, zeigt sich schon mal darin, wie Sie jetzt hier reagiert haben. Es ist ein Thema, was uns nicht erst seit 2 Jahren beschäftigt, dieser konkrete Beschlussgegenstand, auf den trifft das zu, sondern schon viel, viel länger. Und zwar haben wir schon vor 2010 uns um die Entwicklung des Areals gekümmert. Ich kann mich entsinnen, als ich noch im Ortsbeirat saß, im Ortsbeirat Neustadt, dort haben wir dann damals sogar Anregungen der Grünen mit aufgenommen. Das bezog sich dann auch auf den benachbarten Bereich in Richtung CO2-neutrales Investitionsprojekt. Und eigentlich hatten wir dann gedacht, könnten wir schnell und zügig dieses sehr wertvolle Areal auch entwickeln. Herr Obern hat es gesagt, die Untersuchungen auch nach dem Hochwassereignis 2013 haben keine wesentlichen neuen Erkenntnisse erbracht, weder für das Grundstück von 357c, Sie können mich ja gerne widerlegen, noch für das benachbarte Grundstück. Und wir sind bis heute keinen einzigen Schritt weiter. Auch die CDU-Fraktion wird dieser Veränderungssperre nicht zustimmen. Wir sind hier dafür, eine investorenfreundliche Politik zu betreiben und Investitionen zu ermöglichen, gemeinsam mit den entsprechenden Investoren für die weitere Entwicklung unserer Stadt zu sorgen. Und wir denken eben auch, so wie es Herr Obern schon dargestellt hat, dass mit solchen Investitionen wir schon viel weiter sein könnten, auch beim Bereitstellen von entsprechendem Wohnraum. Die ganzen Objekte könnten längst stehen, wenn nicht Rot-Rot-Grün permanent Steine in den Weg legen würde, sowohl bei der HafenCity als auch beim 357C. Beim 357C stehen wir inzwischen mit vollkommen leeren Händen da. Gar nichts haben wir mehr. Frau Töberich hat nicht erkennen lassen bisher, da dieses Grundstück verkaufen zu wollen oder anderweitig zur Verfügung zu stellen. Sie hat auch nicht erkennen lassen, dass sie auf die entsprechend erarbeiteten Vorschläge von der Stadtverwaltung eingehen will. Da kann man geteilter Meinung sein, was die Architektur angeht. Aber wie gesagt, es geht nicht gegen Investoren. Das wird hier aber praktiziert und deshalb lehnen wir das ab. Und ich würde mir wünschen, sehr geehrte Damen und Herren hier von Rot-Rot-Grün, Sie haben jetzt hier durchgesetzt bei der Tagesordnung, wie relevant, dass dieser Tagesordnungspunkt jetzt gleich als erstes behandelt wird. Ich habe mal den Wunsch, wenn wir künftig mal über die Bestätigung eines B-Plans reden, dass Sie das dann auch machen. Das wäre dann mal ein Zeichen. Das könnten Sie mal bitte tun und sich mal überlegen. Heute steht es nicht zur Debatte. Das würde ich mir wünschen. Dankeschön. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Herr Wirtz, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Die Linke spricht sich für die Verlängerung der Veränderungssperre aus.
die Veränderungssperre nach Baugesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland und nicht etwa der Deutschen Demokratischen Republik ist kein Instrument der Verhinderung von Bau, sondern der Steuerung von Stadtentwicklung und der Verhinderung von Fehlentwicklung von Stadtentwicklung. Darüber sprechen wir hier. Es ist auch eine glatte, ich weiß nicht, ob Sie nicht besser wissen, ob Sie hier wieder besseren Wissens einfach die Unwahrheit sagen, völlig falsch, dass es keine Schritte vorangeben würde. Es hat einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gegeben, der ganz klare Entwicklungsziele, die auch stadtverträglich sind, das ist nämlich die Bebauung der Investoren nicht gewesen, beinhaltet. Und wir haben ein Werkstattverfahren gehabt, was gezeigt hat, dass auf diesem Gebiet sowohl die Anzahl der Wohnungen als auch die Interessen des Flutschutzes so weit wie möglich unter einen Hut gebracht werden können. Denn das Werkstattverfahren hat gezeigt, dass wir am Elbufer im extrem flutgefährdeten Bereich einen Streifen freihalten kann, der sowohl für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht und der auch die Möglichkeit gibt, die Gebäude nicht so flutausgeliefert zu bauen, wie das ursprünglich dort der Fall war. Ich frage mich auch, ich meine, der Herr Urban hat ja noch ein Stück Welpenschutz, der war damals nicht dabei, aber die CDU war dabei. Warum haben wir denn eigentlich im Februar 2010, warum haben wir denn da einen Masterplan beschlossen für die ganze Stadt und einen Aufstellungsbeschluss für das ganze Gebiet dort gefasst? Wenn jetzt mit einmal nach § 34 dort beliebig gebaut werden kann, und wir sehen ja, dass der § 34, obwohl das dort nach Auffassung der Bauaufsicht in Dresden und des Stadtplanungsamts durchaus möglich wäre, nicht unumstritten ist. Denn in der Hafencity ist es so, dort wird nach § 34 werden Teilgebäude errichtet. Was ist passiert? Der Nachbar hat geklagt, der Baustopp ist vom Nachbarn ausgegangen, weil eben die Situation genehmigungsrechtlich sehr kompliziert und sehr komplex ist, was nach § 34 eben die Frau Töbrich überhaupt nicht im Griff hatte. Wir sprechen uns dafür aus, dass mit Augenmaß weiterentwickelt wird, dass nach einem Bebauungsplan gebaut wird und dass die Stadtentwicklung hier geordnet verläuft. Und noch ein Wort. Wer hier sozialistische Wohnungsbaupolitik geißelt, wer sich die Entwicklung die alte WOBA anschaut, der muss erkennen, dass die 48.000 Wohnungen, die zuerst von der städtischen WOBA zur privaten GAGFA, von der privaten GAGFA zur privaten Fortress gegangen sind, dann von der Fortress zur Vonovia, in einem Schritt sogar unter Beteiligung von Deutsche Bank und von Lehman Brothers, das sind ja auch Namen, die im Prinzip einen gewissen Nimbus um sich verbreiten, dass dort sozusagen eine gewisse Begehrlichkeit an Wohnbauprojekten vorliegt. Und was auch der Fall ist, das muss man ganz klar sagen, Veränderungssperre ist ein Instrument des Baugesetzbuches. Wir machen auch als rot-rot-grüne Kooperation noch viel zu wenig Gebrauch von den Mitteln, Stadtentwicklung zu gestalten. Wir legen viel zu wenig fest, wie sich Investoren an den Folgen ihrer Investitionen beteiligen. Was ist mit Schulen, was ist mit Kindergärten, was ist mit Sozialverpflichtung von Wohnbau? Wir sorgen dafür, dass Gewinne abgeschöpft werden können und dass aber die Stadt auf den Folgen, nämlich dass auch diese Menschen Infrastruktur brauchen, vollkommen sitzen bleiben. Das ist in Berlin zum Beispiel, in Leipzig ist das völlig anders. Und wir fordern auch hier von der Verwaltung ein Umdenken in der Stadtentwicklung und Ausnutzung von Möglichkeiten, von Auflagen in Bauplänen und in den städtebaulichen Verträgen. Darauf werden wir in Zukunft noch mehr dringen als jetzt. Das Umdenken ist notwendig, sonst erleben wir eine sozial kippende Stadt, die über sozialkritische und über reichen Ghettos verfügt. Und diese Spaltung in der Stadt, die wollen wir unbedingt verhindern, das werden wir verhindern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit die Fraktionsrunde, wird das Wort gewünscht. Jetzt Herr Lichti und dann Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, vor einem Jahr habe ich hier an dieser Stelle einen Satz gesagt, der passt ganz gut, den wiederhole ich jetzt mal. Dresden hat wirklich eine bessere Opposition verdient, als Sie es hier bieten. Ich meine, über Urban hat ja Herr Wirz das gesagt, er hat ja das zutreffende Wort Welpenschutz in den Mund genommen. Aber Herr Thiele, was Sie hier abgeliefert haben gerade eben wieder, das ist erheblich unter Ihrem Niveau. Ich kann das mir nicht erklären. Sie sind doch ein engagierter Stadtentwickler, ein engagierter Verkehrspolitiker mit Fachkompetenz. Sie wissen doch, dass das, was Sie hier erzählt haben, einfach zum großen Teil völlige Fehleinschätzungen sind. Und Herr Thiele, ich sage Ihnen das auch mal ganz persönlich. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie die Hand, die wir Ihnen laufend im Bauausschuss ausstrecken, dass wir laufend mit Ihnen
inhaltlich diskutieren, dass wir gute Vorschläge von Ihnen durchaus aufnehmen, auch in unsere Beschlussvorlagen, dass es eben nicht so ist, wie es jahrzehntelang in dieser Stadt war, dass Anträge der Opposition einfach weggewischt werden. Das machen wir nämlich nicht so. Das machen wir nämlich nicht so, sondern wir diskutieren inhaltlich. Aber dann erwarte ich auch von Ihnen, Herrn Thiele, dass Sie auch diese ausgestreckte Hand auch wahrnehmen und nicht hier diese Scheingefechte abliefern. Meine Damen und Herren, die Solidarität mit einer Frau Töberich ist jetzt nun wirklich nicht geeignet, am allerwenigsten geeignet, um jetzt der rot-grün-roten Kooperation irgendein Versagen vorzuwerfen. Eine Dame, die einen hervorragenden Medienzugang hat, die über Jahre hinweg von bestimmten Presseorganen geradezu gehypt wird. Diese Dame ist ganz groß in die Dresdner Öffentlichkeit gezogen und hat gesagt, ich verklage die Stadt. 100.000 Euro Schadensersatz. Wie übel haben Sie mir mitgespielt? Und wir wissen, wie das Ende des Liedes ist. Sie ist sang- und klanglos abgeschifft vom Landgericht. Und zwar zu 100%. So, das müssen wir einfach mal festhalten an dieser Stelle. Die Frau Töberich hat hier jahrelang der Dresdner Öffentlichkeit falsche Sachen erzählt, wie übel ihr die Stadtverwaltung oder Rot-Grün mitgespielt hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist gerichtlich festgestellt. Bitte mal zur Kenntnis nehmen. Und dass Sie sich mit einer Dame solidarisieren, die den Elberadweg illegalerweise abmagert, das ist schon sehr seltsam. Also das ist schon wirklich sehr seltsam. Weil Sie gesagt haben, im Anschluss an das, was der Kollege Wirz völlig zu Recht ausgeführt hat, ich habe jetzt gehört, das Thema Hochwasserschutz sei widerlegt. Wo leben Sie eigentlich? Sie leben nicht in Dresden offensichtlich. Sie kennen sich nicht für 5 Sekunden hier mit der Situation aus. Der Argument, übrigens auch 2010, Herr Wirz hat darauf hingewiesen, das Argument, damals haben Sie zugestimmt, mit genau dieser Linie, war, wir brauchen eine gute, baubare, verteidigungsfähige Hochwasserschutzlinie. Und deswegen brauchen wir dieses Teil des Grundstückes. Und das war schon immer so und ist keine Idee von Rot-Grün-Rot gewesen, sondern war Planungsgrundlage in dieser Stadt seit Jahren. Und daran halten wir uns und an nichts anderes. Mir kommen die Tränen. Die Frau Töberich hätte Wohnungen gebaut. Sie kennen doch die Pläne der Frau Töberich. Sie wollte mit Stelzen in die Elbe Luxuswohnungen bauen. Luxuswohnungen wollte sie bauen. Das war aber nicht mit 12 oder 15 Euro abgegangen. Das wäre wesentlich teurer gewesen. Also tun Sie doch den Leuten hier nichts erzählen. Meine Damen und Herren, Sie machen sich wirklich lächerlich. Diese Kooperation hat seit 2,5 Jahren Hunderte von Wohnungen in Bebauungsplänen auf den Weg gebracht. Jetzt tun Sie doch nicht so. Jetzt tun Sie doch nichts. Ja, Sie können ja eine Anfrage stellen an Kollegen Schmidt-Lamontagne. Ist, glaube ich, schon gemacht worden vom Kollegen. Können Sie doch alles nachlesen. Ist doch öffentlich. Ist doch kein Geheimnis. Und dass Sie ausgerechnet in Solidarität mit dieser Dame uns vorwerfen wollen, wir hätten hier wohnungspolitisch oder stadtentwicklerisch versagt, Entschuldigung, das stellt Ihnen ein Zeugnis aus, das ist aber ein Armutszeugnis. Vielen Dank. Als nächster Herr Thiele. Ja, Herr Lichti, was Sie zu meiner Person gesagt haben, persönlich, fasse ich mal als Kompliment auf. Vielen Dank, nehme ich gerne mit. Alles andere, was Sie hier gerade erzählt haben, Herr Lichti, tut mir leid. Da haben wir wirklich diametral ein anderes Verständnis. Was Sie hier erzählt haben, war kompletter Unfug, muss ich leider so sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bin gar nicht hinterhergekommen beim Mitschreiben. Hunderte von B-Plänen hätten Sie hier in den letzten 2 Jahren. Hunderte, okay, sehen Sie, ich bin schon ganz, das ist dann ein Unterschied. Ja, vielleicht haben Sie 100 Wohnungen insgesamt genehmigt. Eine hervorragende Bilanz, muss ich sagen, für 2 Jahre Arbeit. Ich wäre darauf nicht stolz. Das Gerichtsverfahren, wenn ich recht informiert bin, Herr Lichti, Sie sind Jurist, ne? Das ist noch nicht abschließend beurteilt und entschieden, denn es steht nach wie vor noch die Frist, ob Frau Töberich nicht in die nächste Instanz geht. Und so lange würde ich mich zurückhalten, und das sage ich als juristischer Laie, es wäre nicht das erste Mal, dass die nächsthöhere Instanz anders entscheidet als das. Was ich mir wünsche, Herr Lichti, steht hier gar nicht zur Debatte. Wir argumentieren hier auf Grundlage von Fakten, und da scheinen Sie doch nicht so richtig ganz informiert zu sein und erzählen hier der Bevölkerung die Unwahrheit. Und das müssen wir hier dann eben auch so benennen. Herr Wirz, was Sie hier gesagt haben, dass Sie künftig die Investoren auch noch
dazu mit in die Verantwortung nehmen wollen, Schulen, Kitas und so weiter mitzufinanzieren. Sie machen es ja teilweise auch schon und das hat nicht zur Beschleunigung von entsprechenden Vorhaben beigetragen in der letzten Zeit. Dann frage ich mich tatsächlich, wozu zahlt dann hier der Bürger noch seine Steuern? Das sind aus meiner Sicht tatsächlich originäre Aufgaben der öffentlichen Hand, das zur Verfügung stellen von Schulen, von Kitas. Das sollte dann schon die Stadt sich leisten können. Wenn Sie natürlich weiterhin so eine Finanzpolitik betreiben, wie wir das im Dezember in der Stadtratssitzung miterleben mussten, dann wird es künftig nicht mehr möglich sein, denn dann treiben Sie die Stadt wieder in die Pleite und wir können dann weder Schulen bauen noch entsprechend sanieren. Also hören Sie bitte auf, hier solchen Unfug zu erzählen, alle beide. Es ist einfach nur Hanebüchen, was Sie hier ablassen. Und so geht es aus meiner Sicht nicht. Hier geht es darum, den Investoren ein entsprechendes Klima zu bieten, ihre Investitionen umsetzen zu können, die Stadt voranzubringen, den dringend benötigten Wohnraum auch entsprechend bereitzustellen, und zwar in einer Qualität, die auch vom Bürger nachgefragt wird. Und Herr Lichti, der Gipfel war das Bild, was Sie gezeichnet haben mit den Stelzen in der Elbe. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich die Pläne damals wirklich angeschaut haben von Frau Töberich. Also von Stelzen in der Elbe war überhaupt keine Rede und die entsprechende Hochwasserlinie hat Frau Töberich damals auch eingehalten. Aus unserer Sicht hätten die Häuser schon längst stehen können. Dort würden Leute wohnen, sie würden unsere Stadt bereichern und das verhindern Sie hier nicht nur seit 2 Jahren, sondern seit vielen, vielen Jahren, mindestens seit 7. Und darauf sollten Sie aus meiner Sicht nicht stolz sein. Vielen Dank. So, ich habe jetzt eine weitere Wortmeldung in der Reihenfolge. Herr Steinmann-Fischer, Herr Blümel, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, wir waren doch eigentlich schon viel weiter. Wir haben doch gesehen in dieser Debatte, dass sich eigentlich alle Fraktionen dazu bekennen, dass dieses Grundstück bebaubar ist grundsätzlich oder diese Fläche. Wir haben gesehen, es gibt und gab einen Dissens darüber, über die Art und Weise, wie man zu einer Bebauung kommt. Da gab es einen Teil dieses Stadtrates, der sagt, das geht nach § 34 mit einer einfachen Baugenehmigung. Und ein anderer Teil des Stadtrats hat gesagt, wir brauchen einen Bebauungsplan, weil wir sind hier im sichtexponierten Elbbereich. Wir haben verschiedene Belange. Hochwasserschutz ist einer davon. Ein anderer ist die Beteiligung der umliegenden Anwohner, kulturelle Fragen und eben auch einfach die Tatsache, dass es im sichtexponierten Elbbereich liegt, zu berücksichtigen. Und da brauchen wir ein Verfahren, was diese verschiedenen Belange abwägt. Das war die Debatte von vor 2 Jahren. Die haben wir geführt. Es gab eine eindeutige Entscheidung, die da sagt, wir gehen das Bebauungsplanverfahrens, auch mit Unterstützung der SPD-Fraktion. Um dieses Bebauungsplanverfahren durchzusetzen, muss man eine Veränderungssperre beschließen, um das Zepter des Handelns in der Hand zu behalten. Es bleibt aber dabei, Ziel der Sache ist es, am Ende eine Bebauung dort stehen zu haben, die den höchsten Ansprüchen des Grundstücks, der Lage gerecht wird. Und wir sind in der Zwischenzeit ja auch vorangekommen. Es wurde ja schon erwähnt, es gab einen Architektenwettbewerb, ein Werkstattverfahren mit konkreten Ergebnissen. Und das hat auch Herr Lichti schon gesagt, oder Herr Wirtz, wir können dieselbe Anzahl an Wohnungen auf dem Grundstück unterbringen, mit einer für ganz Dresden besseren Stadtplanung, besseren Stadtgestaltung, besseren Raumplanung auf diesem Grundstück. Deswegen verstehe ich nicht die Hitze in dieser Debatte, auch insbesondere nach dem Gerichtsurteil und auch nach dem, was alle Experten zu den Verfahren sagen. Dieser Bereich ist ein Bebauungsplanbereich. Den Bebauungsplan muss man mit der Veränderungssperre absichern und das tun wir. Und wir alle stehen hier, wenn ich das richtig höre, dazu, hier am Ende eine Bebauung zu haben. Und deswegen lassen Sie uns doch nicht die alten Wunden von vor 2 Jahren lecken, sondern lassen Sie uns jetzt mit dem gegenwärtigen Stand vorankommen, um am Ende die Bebauung zu haben, die der Situation angemessen ist. Vielen Dank. Als nächster Redner, Herr Blümel.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde anhand dieser Vorlage erneut versucht, seitens der Kollegen der CDU, seitens der AfD-Fraktion, uns, den Kooperationsfraktionen, ein Etikett anzuheften, nämlich das Etikett der Investorenfeindlichkeit, der Verhinderung von Bauprojekten. Und alles das anhand eines einzelnen Vorgangs, den Sie zum Symbol erheben. Ich habe bereits vor längerer Zeit eine Anfrage zu dem Thema gestellt an den Baubürgermeister, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in diesem Thema eben auch mal über Zahlen und Fakten redet und das auch insbesondere an die Kollegen und Kolleginnen der Medien, die durch ihre Berichterstattung auch diesen Eindruck erweckt haben, indem sie diesen Einzelvorgang aus meiner Sicht völlig überdimensional aufgeblasen haben, indem sie dieser Person unendlich viel Platz in dieser Stadt eingeräumt haben und damit natürlich auch öffentlich ein Bild erweckt haben, was mit der Realität der Zahlen und Fakten überhaupt nicht übereinstimmt. Und ich trage diese auch gerne heute nochmal vor, auch wenn sie nicht mehr die aktuellsten sind. Ich habe in meiner Anfrage im August 2016 nachgefragt, wie viele Miet- bzw. Eigentumswohnungen wurden in den Jahren 2014, also ab Beginn dieser Wahlperiode, 15 und 16 denn nun tatsächlich fertiggestellt? Und die Antwort lautet, und ich sage es nochmal schön, langsam zum Mitschreiben auch für die Presseleute, 2884 Neubauwohnungen wurden fertiggestellt. Das ist in den Jahren 2014, 2015 und im ersten Quartal 2016. Das heißt, in den Folgequartalen sind jetzt weitere, vermutlich hunderte Wohnungen fertig geworden. Es sind also in diesem Zeitraum über 3000 neue Wohnungen in Dresden entstanden. Wahrscheinlich sind es fast 4000 mittlerweile. Eine weitere Frage: Haben wir denn in der Folge durch die Politik weitere Baugenehmigungen, Projekte verhindert oder was ist der tatsächliche Sachstand? Die Antwort lautete für den Zeitraum drittes Quartal 2014 bis erstes Quartal 2016, also genau in dem Zeitraum, wo wir Einfluss gehabt haben auf das Baugeschehen durch unsere Entscheidung, wurden insgesamt 4.937 Neubauwohnungen, dafür wurden Baugenehmigungen erteilt, also knapp 5.000 Wohnungen wurden genehmigt. Und darunter 595 in Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern und 3625 in Mehrfamilienhäusern. Das heißt, in dieser Stadt findet ungeachtet dieser Geisterdebatten, die hier immer wieder aufgeführt werden, eine rege Bautätigkeit statt. Das ist super und das ist vernünftig und wir sollten gemeinsam aufhören, diese Stadt, dieses Baugeschehen, all diese Dinge schlecht zu reden. Weil das natürlich Widerhall findet in den Medien. Das ist eben auch ein Bestandteil dieser Kultur. Medien brauchen Schlagzeilen, schlechte Nachrichten sind bessere Nachrichten, sie verkaufen sich besser. Und deswegen wird hier auch deutschlandweit ein Eindruck erzeugt, der vollkommen an der Realität vorbeigeht. Und deswegen bitte ich auch Sie hier in diesem Stadtrat, auch wenn Sie politisch sich auseinandersetzen wollen mit uns, bleiben Sie bei der Realität. Die Realität ist, wir haben in einem konkreten Vorhaben uns gestritten. Wir haben uns auch an anderen Stellen noch gestritten. Aber in der Summe findet hier eine gute, eine vernünftige Entwicklung statt. Und das sollten wir uns gemeinsam nicht zerreden, sondern das sollten wir auch immer wieder klar und deutlich machen, weil das zum Kultur und Klima für Investoren dazugehört, dass man die Erfolge auch benennt und dass man Kritikpunkte deswegen nicht weglassen muss. Aber die Tendenz muss stimmen und die Tendenz ist, hier wird investiert, hier wird gebaut und es lohnt sich in Dresden und das soll auch so bleiben. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Wirtz, dann Herr Orban. Herr Thiele, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie nochmal auf den Dissens der Stadtentwicklung und Wohnungsbaupolitik zwischen Ihnen und der Kooperation hingewiesen haben. Sie haben sich hier hingestellt und haben gesagt, wir machen Investorenpolitik. Die Kooperation macht Politik für die Mieterinnen und Mieter, sie macht Politik für die Erwerber der Wohnungen, die dann auch mit den Flutproblemen zurechtkommen müssen. Und wir haben im Blick die Menschen, die in dieser Stadt leben müssen und die nicht sich dann mit den Millionen, die sie verdient haben, hier vom Acker machen und wir dann mit dem Problem einer verfehlten Stadtentwicklung zurechtkommen müssen.
Es gibt gleichzeitig aber auch einen Übereinstimmungspunkt, das ist die Frage der Beschleunigung von Wohnungsbauvorhaben. Und ich lade Sie schon jetzt ein, wenn wir eines Tages erfahren werden, dass im Norden Dresdens eine große bewaffnete Bundesbehörde sich am Jägerpark dran macht, 500 bis 700 Wohnungen zu verhindern oder zu verzögern oder einzuschränken, dass wir dann an einem Strang ziehen und dort uns für die Stadt Dresden stark machen, um dort dafür zu sorgen, dass diese Blockadehaltung aufgegeben wird. Das wäre schon mal ein Weg, wo wir auch zusammen etwas tun könnten. Ein weiterer Irrtum, und ich bin erstaunt, dass auch meine Kollegen der Kooperation darauf eingestiegen sind, ist die Klage. Die Klage hat mit der Politik, mit Rot-Rot-Grün oder dem Stadtrat überhaupt nichts zu tun. Wir haben eine Veränderungssperre erlassen. Diese Veränderungssperre ist nicht beklagt worden, die ist auch gar nicht beklagbar. Die ist sozusagen vollkommen form- und fristgerecht in Kraft getreten. Es ist etwas ganz anderes beklagt worden. Beklagt wurde die Verfristung der Beantwortung einer Bauvoranfrage. Und die Beantwortung von Bauvoranfragen obliegt nicht dem Stadtrat. Die obliegt der Verwaltung, der Baubehörde, dem Bauordnungsamt oder dem Stadtplanungsamt, das Bauamt. Und da ist die Frage, wer hatte denn zum fraglichen Zeitpunkt die Verwaltungsverantwortung für das Bauamt? Das war der Baubürgermeister Jörn Marx, CDU. Und diese Erblast hat er uns unter Umständen ins Nest gelegt. Und wenn dort die Bombe hochgeht, liegt das nicht an Rot-Rot-Grün, sondern einem verfehlten, fehlerhaften Verwaltungshandeln. Aber das Gericht hat ja festgestellt, es ist nicht fehlerhaft gewesen. Und es gibt dort auch, man kann uns die Millionen, die dort genannt worden sind, noch dreimal durch die Presse schreiben. Es ist eine ganz einfache Formel. Einen enteignungsgleichen Eingriff, das setzt ein verhindertes Baurecht voraus. Ein verhindertes Baurecht setzt einen Bauantrag voraus. Und dieser Bauantrag ist aber von dieser Dame niemals nie gestellt worden. Mit einer Bauvoranfrage kommen Sie nicht in den Status des enteignungsgleichen Eingriffs und nicht mit diesem Schadenersatz, den sie gefordert hat. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, weil gesagt worden ist, es ist für die Investoren vielleicht unzumutbar, sich an den Kosten der Folgen ihrer Stadtentwicklung und ihres Wohnungsbaus zu beteiligen. Die Investorin hat sich ja sehr tief in die Karten gucken lassen. Das ist relativ unüblich, aber sie hat ja viel, wie man sagen, von sich bloßgegeben und viel sich geäußert. Es ist bekannt, dass sie 68 Millionen Euro investiert wollte. Das hat in einer großen konservativen Tageszeitung in Dresden gestanden. Ich sage das lieber die Quellen mit, dass ja nicht irgendwie behauptet wird, das wäre alles falsch. Das kann man auch alles reproduzieren. Und sie hat gleichzeitig in der Boulevardpresse bekannt gegeben, dass sie 24 Millionen Euro Schaden hat. Diese 24 Millionen Euro Schaden sind Gewinn, Profit, Bimbes, Schmott. Jetzt frage ich mal, wenn hier jemand vorhat, 68 Millionen zu investieren und 24 Millionen Euro rauszuziehen als Gewinn, als Schaden, der entsteht, wenn Baurecht verhindert wird. Da muss man sich mal Gedanken machen, liegt das denn jetzt wirklich an den ausufernden Baukosten und den behördlichen Auflagen oder sind hier vielleicht hier auch Goldgräberstimmungen am Werke, wo man sagen muss, hier muss man wirklich mal Auswüchsen begegnen und sagen, wir müssen hier den Auswüchsen begegnen, die vollkommen überzogene Gewinnerwartung obliegen. Und das werden wir auch in der Kooperation leisten. Es soll in Dresden jeder Geld verdienen, aber er soll auch Verantwortung übernehmen. Es steht nicht umsonst im Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Und es soll nicht ausufern. Wir müssen nur die Zeitung mal zwischen den Zeilen lesen, die Zahlen zueinander bringen. Da merkt man schon, es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Schein ist. Und das Wichtigste ist eigentlich, die Klage hat nichts mit Rot-Rot-Grün, mit dem Stadtrat zu tun, sondern sie zielt auf das Verwaltungshandeln vom Baubürgermeister, vom damaligen Jörn Marx, CDU, ab. Vielen Dank. Herr Obern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich möchte doch einige Argumente ins richtige Licht stellen, die jetzt vorgetragen worden sind. Das eine ist die geplante neue Bebauung für das Areal. Wir hatten ein Konzept vorgestellt bekommen im Bauausschuss, von dem ich sagen muss, dass es sich von der Bebauungsdichte her und von den Freiräumen in keinster Weise von dem unterscheidet, was Frau Töberich geplant hat. Also das wird auch deutlich, dass es Ihnen eben nicht darum ging, wirklich in Größe Freiraum bereitzustellen oder Hochwasserschutz zu machen, sondern Ihnen ging es um das persönliche Anliegen, die Investorin Frau Töberich aus diesem Gebiet
zu vertreiben. Und ich sage Ihnen auch, warum. Das Bauvorhaben Marina Garten, was Frau Töberich geplant hat, entsprach dem ursprünglichen Masterplan für die Entwicklung der Leipziger Vorstadt. Ihre rot-rot-grüne Stadtratsmehrheit hat diesen Masterplan verändert und natürlich passte es dann nicht mehr. Und dann müssen Sie sich auch gefallen lassen, dass man Ihnen sagt, ja, Ihre Entscheidungen führen dazu, dass Investitionen nicht stattfinden können und dass keine Wohnungen entstehen. Und Herr Wirz, das Lob für die DDR-Wohnungsbaupolitik, was ich bei Ihnen heraushöre, bestätigt mich eigentlich darin, dass ich sage, ich sehe bei Ihnen die Handschrift dieser Politik immer noch. Die Handschrift, die von Misstrauen gegen private Investoren geprägt ist. Und jeder, der bewusst die Wendezeit und Vorwendezeit miterlebt hat, weiß, was dieses Misstrauen für den Wohnungsmarkt bedeutet und wie der Wohnungsbestand ausgesehen hat. Und ich möchte diese Politik nicht und ich werde sie immer wieder kritisieren, solange ich bei Ihnen dieses Misstrauen gegen private Investoren spüre. Und zu Herrn Lichti, ich weiß nicht, Herr Lichti, was Sie gemacht haben, als Herr Korndörfer bei uns im Umweltausschuss war. Herr Korndörfer hat uns genau das bestätigt, was ich vorgetragen habe. Für den Hochwasserschutz ist es unerheblich, wie viel Retentionsraum im Bereich von der Hafen City und im Bereich von Marina Garten zur Verfügung gestellt wird. Es ist unerheblich und wir haben das gehört und Sie können dagegen anwettern, wie Sie wollen oder nicht zuhören. Das, was Sie sagen, entspricht nicht den Tatsachen. Auch bei Ihnen, Herr Lichti, spüre ich, dass Sie eher Interesse daran haben, Ihren Privatklinch mit Frau Töberich zu Ende zu führen. Der zeitweilige Erfolg der Stadt Dresden im Rechtsstreit mit Frau Töberich, das mag für Sie interessant sein, für die Dresdner und für die Leute, die auf Wohnungssuche sind, ist es völlig unerheblich. Und noch etwas, hier wurde gesagt, es wurden Wohnungen genehmigt. Ja, es wurden Wohnungen genehmigt. Wir können natürlich froh sein, dass Ihre Mehrheit nicht alles abgelehnt hat, was abzulehnen war. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass Sie den Verkauf von Grundstücken an die Dresdner Wohnungsgenossenschaften verhindert haben, dass Sie unter anderem den Wohnungsbau in Hafen City seit Jahren blockieren. Und wenn man das hochrechnet, sind es eben wesentlich mehr als 1000 Wohnungen, die heute schon da sein könnten, wenn wir im Stadtrat andere Beschlüsse gefasst haben. Wir konnten sie nicht fassen, weil Ihre Mehrheit das verhindert hat. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben noch nicht mit der Fragerunde begonnen, also sollten wir es vielleicht jetzt mal langsam einstellen. Allerdings muss ich jetzt doch auch hier zu Beginn der Sitzung noch mal ans Rednerpult und natürlich die Menschen auf der Tribüne und im Stream grüßen. So, wir haben in den letzten Tagen in die Medien guckt, in den Fernsehen, viel gehört über alternative Fakten. Jeder kann sich natürlich seine Welt basteln, so wie er Lust hat. Jeder kann das auch einfach behaupten und jeder kann das dann immer wieder und wieder und wieder vortragen. Ich mache jetzt einfach mal eine Wette, sollte Presse anwesend sein. Wenn ich jetzt Quatsch rede, dann können Sie schreiben, Schulte-Wissemann sagt Quatsch. Ja. Ich bitte sogar drum, ja, wäre schön, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Fakt ist, ein Masterplan wurde so in den Jahren 2009, 2010 auf den Weg gebracht. Ich erinnere mich deutlich, Kollege Schreiber von der CDU war dort auch maßgeblich daran beteiligt. Wenn man in diese ersten Entwürfe reinguckt, die in der Tat im Neustädter Ortsbeirat auch mit Hilfe der CDU diskutiert und ich glaube auch positiv beschlossen wurden, wenn man da reinguckt und reinzoomt in dieses Grundstück, um das es geht, dann sieht man dort eine grüne Fläche, dort wo früher mal Häuser waren, da ist eine Fläche, wenn das Quatsch ist, wie gesagt, kann man gerne schreiben, man kann es nachgucken, es ist so. Dann, ich meine, es war noch der alte Stadtrat, also der, den quasi diese Seite des Rates hier noch mit Mehrheit bestückt hat, hat einen Gebietsschutz für Pieschen beschlossen. Stimmt das? Ja, ich glaube, das stimmt. Auf jeden Fall haben wir einen Gebietsschutz für Pieschen beschlossen, vom Stadtrat aus. Das bedeutet, dass man einen Deich braucht, keine Mauer, ja, aber schon eine Wall against Water. Ja, also sozusagen das Wasser soll nicht rein, das ist nämlich gut. So, wenn man jetzt einen Gebietsschutz macht, dann muss der natürlich durchgängig sein. So, und da kann nicht ein Grundstück einfach herausstechen und mit Häusern bis ans Wasser ran dort dran sein.
So, naja, es wurde gesagt, es war schon im Masterplan, nicht Sie, Sie nicht, aber hier drüben hieß es, der Masterplan hätte schon das genauso wie Frau Tilbrich vorgesehen. Bullshit. So. Was man jetzt noch sagen muss, ist einfach, was ich jetzt von der Seite gehört habe, man möchte es ja eventuell neoliberal nennen, aber das wäre gemein den Liberalen gegenüber. Also ich würde es eher marktradikal oder retro-frühkapitalistisch nennen wollen. Ja? Jede Investition ist gut. So, egal, was man damit macht. So, das ist aber exakt das Gegenteil von dem, was wir hier machen sollen, nämlich eine verantwortungsvolle Politik zu machen. Natürlich brauchen wir Investitionen. Natürlich brauchen wir Menschen, die auch in den Häusern wohnen. Natürlich brauchen wir Leute, die Häuser kaufen. Natürlich brauchen wir das alles. Aber es muss sich in ein Gesamtgefüge einfügen. Und wenn jetzt jemand kommt und bis zu dem Elbradweg, den man wegbaggert, Häuser bauen möchte, die nicht so im Masterplan vorgesehen waren, dann gibt das nicht nur keinen Sinn, sondern dann ist das einfach gegen die Interessen von Pieschen, dann ist das gegen die Interessen der Neustadt, dann ist das gegen die Interessen von ganz Dresden, weil irgendjemand muss den Schaden bezahlen, wenn das Wasser dann tatsächlich kommt. Ich hoffe, alle anderen haben schon zweimal geredet, wir können jetzt eigentlich aufhören. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir im Moment auch nicht vor. Frage trotzdem nochmal, sehe keine. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ja, Ja-Stimmen, 27 Nein, keine Enthaltung, damit angenommen. So, damit machen wir in der Tagesordnung jetzt von Beginn.